alles da. Heizung, Lüftung, eine Uhr. Oh, ich glaube, hier hat jemand auf der Ausstattungsliste irgendwas nicht angekreuzt. Hallo Zuschauer. Irgendwer hat vergessen, Radio anzukreuzen auf der Optionsliste im Jahr 92. Und dagegen wollte ich heute was tun. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, ein Originalradio zu nehmen. Da ist ein Problem entweder teuer, kaputt oder ohne Code. Alles nicht so richtig optimal. Eine günstige Alternative habe ich mir dann ausgedacht. Wir nehmen einfach das günstigste Radio, was nicht irgendwie völlig blinkend chrommäßig aussieht. Das ist dann sowas. Das kann eigentlich fast nichts. Radio und MP3. Und das war's dann. Hallo. Natürlich ist dann auch noch das Problem, Lautsprecher sind ja auch nicht vormontiert. Haben wir auch das günstigste genommen. 12 Euro. Das Radio übrigens 13 Euro. 12 Euro. Die passen übrigens auch nicht. Das ist der nächste Punkt. Dazu haben wir noch ein paar Adapter gefunden. Und eine Antenne. Das ist natürlich das andere Thema. Man könnte eine Originalantenne nehmen. Das wäre natürlich schick. Sogar gibt es ja sogar automatisch. Aber das würde heißen, wir müssen Löcher hinten reinbohren. Also Scheibenantenne. Auch da die günstigste Option, die ich gefunden habe. Und außerdem sehr kompakt im Vergleich zu denen sonst immer mit den großen Drähten und so. Ich bin gespannt, ob da überhaupt was rauskommt. Ich glaube, das ist schon alles, was für das heutige Desaster nötig ist. Und wir fangen mal damit an zu gucken, ob man wirklich die komplette Tourverkleidung rausnehmen muss oder ob man da nicht irgendwie was machen kann. Das schlaue Buch sagt, dass das alles gehen muss, damit wir da dran kommen. Und auch nur die Türtasche abnehmen geht angeblich nur mit komplette Türverkleidung entfernen. Aber so richtig wahrhaben wollte ich das noch nicht, denn man sieht hier unten Schraubpunkte. Das probieren wir gerade mal. Aber wahrscheinlich haben sie eh noch irgendwas dahinter versteckt, was man dann wirklich nicht abkriegt. Wir gucken uns das Ganze gerade mal an. Ich glaube, da steckt eine Schraube von oben hier rein. Das ist schade. Man kann zwar das ausklipsen, aber es ist hier nochmal von innen befestigt und hier auch. Also muss tatsächlich der ganze Spaß hier wohl ab. Damit müsste jetzt alles lose sein, außer... Jetzt habe ich da von einem Trick gelesen, da ist so ein Federring dahinter, der so diese so sind und dann das zuklipsen. Da gibt es spezielles Werkzeug für. Aber ein Trick angeblich, ein Stück T-Shirt einfädeln, versuchen den Anfang zu finden und dann, ob das geht. Ich meine, ich würde es gerne mal ausprobieren. Wir sehen es gleich. Ich schätze mal, da war der Clip Tatsache. Hat nämlich ein schönes Loch hier reingeruppt. Aber abgegangen ist der nicht. Tada, Erfolg. Und zwar hat das wirklich so funktioniert, wie ich es gelesen habe. Hier ist dieser Clips mit diesen zwei Enden hier. Und am einen hat sich das T-Shirt eingehakt, hat ihn rausgezogen und das freigegeben zum Abziehen. Wunderbarer Trick. Tada! Jetzt hat sich eine Folie dahinter. Ja, und da liegen Kabel rum. Das ist natürlich. Die aber glaube ich nicht für Lautsprecher sind, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir hier vorsichtig diese Folie ein bisschen abgepult. Und zum Glück die Radiovorbereitung, hoffe ich wenigstens, dass sie das ist, dahinter gefunden. Die Ummantelung, ja, die ist nicht mehr so gegeben, aber die Kabel an sich scheint. Ich hoffe jetzt nur, dass das auch wirklich Radio ist. Der nächste Punkt ist, die passen ja nicht so ganz optimal in die Ausschnitte, aber irgendwie so einigermaßen scheinbar doch aus Versehen, so dass man ungefähr ja aufliegt. Das Problem ist natürlich, durch diese Clips-Geschichten von vorne her kann man die nicht montieren. Das heißt, wir müssten sie eigentlich irgendwie von hinten her aufschrauben, wozu wir hoffentlich dann trotzdem diese kleinen Clipse benutzen können, die da durchstecken, draufschieben, dann dadurch alles durchschrauben, hoffentlich vorne das zum Fangen treffen, dass es sich festzieht und naja, ein bisschen schräg auflegen würde leider durch diese Geschichten, aber wir wollten es ja billig haben. Dann kriegt man auch billig, wenn man billig haben will. Das ist jetzt der nächste Versuch, ob das dann hält. Das sind übrigens laut Beschreibung 6,5 Zoll Lautsprecher.
Also die scheinen gerade so zu passen, falls jemand Ähnliches vorhat. Da und wegen mir. Sieht das dann gut aus? Ja. Traubenkopf ist durchgerutscht durch das Ganze. Interessant. Die Lösung war jetzt hier zum Anpassen, dass wir möglichst viel untergelegt haben, dass die Schrauben nicht durchrutschen. War, hat ein paar Versuche gedauert, bis das jetzt alles gehalten hat. Aber jetzt ist alles fest. Man kann hier dran rumruppen. Das sollte erstmal funktionieren. Die andere Frage ist jetzt natürlich, wie schließen wir den Lautsprecher eigentlich an? Hier kommt so ein Steckerchen raus für halt Originalteile. Den kann man aber irgendwie aufmachen. Da sind solche Schuhe drin. Den kann man hier irgendwie aufklappen. Das nächste Problem ist, die sind hier gleich groß. Bei unserem Lautsprecher aber haben wir das Problem, da sind verschieden große Steckverbindungen dran. Ja, das werden wir jetzt wohl erstmal auseinandernehmen, das Ganze, und gucken, was wie zusammenpasst und wie wir es anpassen, wenn nicht. Aha. Okay, dann haben wir hier, mir fällt gerade auf, wenn wir anfangen hier rumzumachen, soll man die Batterie an irgendeinem Punkt mal abklemmen. Aber das sind so zwei Steckerchen. Jetzt könnte man natürlich gucken. Zu dem, na gut, die halten aber auch im Leben nicht da drauf, wenn man die da drauf stecken will. Ja, gut, Plan B ausarbeiten. Plan B beinhaltet das da. Ein bisschen mehr Fusch. Und das da. Bleibst du jetzt liegen? Okay, ich habe den jetzt doch noch mal etwas schöner dran gemacht, das war eben noch nichts. Aber gut, ich denke mal, das hängt jetzt hier recht gut gefüllt. Das sieht zwar nicht hübsch aus, aber absolut dran. Das ist doch... Ach, so. Widerspenstige Widerspenstigkeit. Ja, ich weiß, dass man das so nicht macht. So, das ist die Frage. Was machen wir mit unserem Kabel? Lassen wir das möglichst hier hochhängen so und riskieren, dass es klappert? So weit, so gut. Jetzt hatten wir das schon fast dran. Da ist uns das da aufgefallen. Das Holz, wenn man das so nennen mag, hat sich nach hinten gezogen. Und jetzt kann man hier wunderschön auf den Clips gucken. Das müssten wir doch nochmal irgendwie beheben, weil ja, auf Dauer ist das nicht so hübsch. Das ist schon viel besser. Wir haben den Clips nochmal umpositioniert. Der Spalt ist sowieso das drüben nicht anders. Aber so sieht es ordentlich aus. Ich habe jetzt so erstmal grob aufgesteckt, denn jetzt haben wir ja noch so eine Tür. Da machen wir dasselbe jetzt nochmal. Eine interessante Entdeckung haben wir jetzt auf der anderen Seite hier gemacht. Die Tür gehört nicht zu dem Fahrzeug. Warum? Hier sind verstärkende Streben eingebaut. Die gibt es erst ab 93. Deswegen ist auch die Tür so viel roter und der Kotflügel als der Rest. Ich dachte, das wäre einfach nur nachlackiert worden. Gehört aber eigentlich gar nicht zu dem Auto hier. Das ist beides, vermutlich beides von einem neueren Modell. Na gut, auf der Fahrerseite ein kleines Sicherheitsplus. Ansonsten sollte eigentlich alles gleich sein. Diese Türseite hier stellt uns ein bisschen vor Probleme. Wir haben es mit der anderen Methode schon probiert. Das hält absolut nicht, es funktioniert einfach nicht. Haben jetzt aber eine Alternative erarbeitet. Aus Montageband werden wir uns die Befestigungspunkte ein Stückchen verlängern und es dann hoffentlich da festbekommen, vielleicht sogar noch mit Hilfe dieser Clips für zusätzliche Stabilität, dass die Schraube irgendwo reingreifen kann, weil das hier ist ja doch recht krümelig. Okay, ich werde jetzt also noch zwei Stück hiervon machen. Können wir einfach hier rausknipsen, das hier ansetzen, Schrauben dran machen und dann versuchen wir es da reinzukriegen. Das passt wieder mal nicht drauf. Doch. Reicht das eigentlich ohne Scheibe? Ich glaube schon, ne? Ja, die klemmt sich dann dahin.
Wie treffen wir jetzt eigentlich die Mitte? Also, das ist eine gute Frage. Irgendwie so, ne? Geschätzt. Dass man überall. Ne, geht ja gar nicht. Ach, so ungefähr so, denke ich mal. Diese Seite hier macht uns ein kleines bisschen wahnsinnig. Wir haben jetzt schon unsere Löcher wieder ein bisschen angepasst. Wir machen nur hier die Verlängerung, schrauben da direkt. Dann ist das Material total bröselig. Wir nehmen jetzt noch das hier. Und dann hoffen wir, dass wir damit irgendwie einen haltenden Lautsprecher kriegen. Und dann können wir gucken, welcher zuerst abfällt. Der hier oder der auf der Beifahrerseite? Das Ganze ist jetzt soweit einmal vorbereitet, wieder mit unseren Spezialanschlüssen. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen, dass der Kleber eine Chance hat, fest zu werden. Und werden derweil mal die Tür fertig montieren. Ist jetzt im Grunde genommen rückwärts vom Auseinandernehmen. Wir warten ja gerade noch auf das Trocknen von dem schönen Kleber in unserer Tür. Und haben so lange mal hier im Auto ein bisschen rumgespielt, weil eigentlich heißt es ja, man muss Lenkradverkleidung, ich weiß nicht was alles abnehmen, um an das Radio zu kommen. Jetzt habe ich einfach mal rumgepopelt, das ist die Radioblende. Und da kam uns auch gleich der Kabelbaum, wenn man es so nennen will, entgegen. Das Abreißen ist es doof. Das hier kam uns eben alles entgegen. Da könnte man fast auf den Gedanken kommen, das mal auszuprobieren, ne? Obwohl überhaupt drankommen. Wir müssen eins machen, das muss ein bisschen beiseite, weil das drückt sonst unten. Das ist ein bisschen steif, das Ganze hoffentlich brechen wir nichts ab. Aber dass die Stecker überhaupt da sind, ist ja schon mal lustig. Und dann? Okay, so geht's schon mal nicht. Ist das überhaupt drin? Schon sehr um die Ecke und gequetscht. Überall fliegt der Zeug rum. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das nur angeht, wenn auch. Gucken wir mal, ist da was passiert? Oder wann passiert da was? Ah, ja. Oh, ja, und es zischt auch schon. Das ist doch gar nicht so schlecht, das hier alles. Gut, er findet jetzt ohne Antenne leider nichts. Die passt nämlich leider nicht. Muss man einen Adapter besorgen. Wir machen mal aus, ich hole mal einen USB-Stick. Das ist ja schon mal eine richtig gute Sache. Jetzt lassen wir noch unseren Kleber trocknen in der anderen Tür. Ein anderes Problem ist noch die Antenne. Aber auch da hatte ich eventuell schon einen Plan. Wir gucken uns das mal ganz kurz im Kofferraum an. Das Gute ist, dass das Auto mit Radiovorbereitung ja ausgerüstet ist. Und somit kommt hier auch ein Antennenkabel an. Leider passt das natürlich nicht mit unserem Stecker von unserer Antenne hier. Da müsste man noch eine Adapterlösung finden. Und dann würden wir das Ganze hier durch einen Hohlraum einfach nach Möglichkeit in die Heckscheibe schieben. Und da ja, Antenne sein lassen. Das wäre doch ideal. Absolut versteckt. Nichts kaputt gemacht. Super Sache eigentlich. Soweit ist das Ganze schon mal eigentlich ein Erfolg. Jetzt muss man noch gucken, dass wir die Antenne irgendwie dran adaptieren. Momentan habe ich die erstmal hier vorne so lose. Funktioniert auch. Muss man nur noch irgendwie ordentlich verkabeln, das Radio ganz reinsetzen. Und dann muss man das Ganze eh wieder auseinandernehmen, weil da ist noch ein Böhnchen drin kaputt in dem Ganzen. Egal, erstmal weiter zur Antenne. Meine Adapter fürs Radio sind da, damit sollten wir eine einigermaßen saubere Installation hinkriegen. Zwischendurch ist mir aber das hier noch dazwischen gekommen. Es wird winterlich. Wir rüsten nochmal auf Allwetterreifen um, die sollen dann auch drauf bleiben. Die machen wir kurz drauf und dann kümmern wir uns darum, dass das Radio ordentlich funktioniert. Gerade beim Wechsel was Interessantes entdeckt. Hier müsste eigentlich eine Wagenheberaufnahme sein. Ist aber nicht. Man sieht ja auch, hier wurde schon ein bisschen was eingeflickt. Gerade ist noch aufgefallen, der Dämpfer
Und dem Rad hier ist auch nicht mehr so doll. Naja, gut. Eins noch, dann haben wir den Radwechsel. Man findet also immer mehr, was man mal so tun könnte, sollte, müsste. Auf jeden Fall tun muss. Aber gut. Bisher geht's ja noch. Ich fand das eine gute Idee vom Kadett GSI, sind die Radkappen. Und ja, die Idee war, weiß und rot, das passt. Und ich finde, das steht ihm auch ganz gut. Eine kleine Entdeckung noch, bevor es wieder zum Radio geht. Das sieht irgendwie komisch aus, oder? So hubbelig, ja, nicht ohne Grund. Da hat mal wer Silikon reingedrückt. Warum? Weil es nicht dicht war. Und dann hier oben, da sieht man es, wieder austritt und einem dann überall hinläuft. Auch nochmal so ein kleines Nebenprojekt für dich. Jetzt gucken wir aber, ob wir unsere Dose hier, unser Stöpsel hinten an das originale Antennenkabel anbasteln können und dann von vorne nach hinten verbinden können, die Antenne schön versteckt verlegen und so weiter, ist jetzt gleich. Der Plan ist jetzt hier diesen Originalstecker für die Opel-Antenne abzumachen, diese Dose dran zu machen, unsere Universalantenne einzustöpseln, das dann irgendwo durchzuschubsen, dass es irgendwo Empfang kriegt und dann vorne mit dem Adapter ans Radio und dann müsste eigentlich alles gut sein. Ob das jetzt hier klappt, ist erstmal die erste Frage. Da ist nichts dran. So. Machen wir es kaputt, ja, ne? So. Oh, das ist anders als gedacht. Ah ja, okay. Tja, was auch immer man jetzt davon halten soll. Mal ins Licht rücken das Ganze und hoffen, dass wir den... Oh, ich darf da nicht so viel dran ziehen, da kommt immer mehr raus. Der ist einfach so dünn, dass ich den gar nicht richtig übereinander... Wer baut denn sowas und warum? Ist ja ganz leicht rausgeflutscht, aber das war's dann auch. Das funktioniert vorne hinten nicht, alles Gestrüpp ist überall. Und wenn ich das jetzt mache, haben wir Kontakt mit allem. Und theoretisch müsste jetzt so starr das Ganze und dann ist das innen so klein und wabbelig. Das muss jetzt da drauf und dann das festgeschraubt werden. Das ist die Idee. Geht nur nicht. Gut, professionelle Messkabel, Verlängerung von Antennenkabel, da hinten in die Buchse und dann wollen wir mal gucken. Oh, ha, das ist ja Durchgang, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eben gedacht, beim Zusammendrehen hätte ich dieses dünne Ding abgerissen. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir diese Flachantenne irgendwie durchwurschteln und verstecken. Ich habe hier vorne schon mal den Adapter aufgesteckt. Das muss dann noch ins Radio. Jetzt verstecken wir diese Flachantenne, wie gesagt. Und da haben wir jetzt da hinten die Dose angebracht für diesen Stecker. Irgendwo ein bisschen verstecken. Und dann haben wir doch ein unauffälliges Radio vielleicht. Das ist so starr. Ich habe das Gefühl, ich breche es ab, aber wir hoffen mal nicht.
nicht so. Zu erkennen geben, dass man weiß, man spricht mit keinem menschlichen Ansprechpartner. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass es einfach funktioniert. Das habe ich jetzt einfach noch mal reingeschoben, das Radio, jetzt sieht das schon gar nicht so schlecht aus hier drin. Das kann man, denke ich, so machen, das fällt da nicht weiter auf. Ein bisschen stört noch die blaue Anzeige. Mal gucken, ob mir noch was einfällt, aber vorerst kleben wir jetzt mal da hinten die Antenne an, schön unauffällig. Gut, ankleben war jetzt nicht nötig. Ich habe es einmal ein Stück in den Ritz geschoben. Gut ist, jetzt haben wir ein echt unauffälliges Radio. Wir haben keine Löcher in die Karosserie gebohrt, keine Antennen eingebaut. Nur ein bisschen was zusammengestöpselt. Na gut, und ein bisschen Uhu und Bastelkram in den Türen verteilt. Da bin ich ja fast erstaunt, dass mal ein bisschen was nach Plan ging. Teilweise einfacher als gedacht mit den Lautsprechern. Mal gucken, wie lange die drin hängen bleiben. Wenn nicht, wissen wir ja, wie wir rangehen können. Ja, das wäre eigentlich schon das. Wir haben ja ein paar neue Baustellen rundherum entdeckt. Ein paar waren ja eh noch sowas wie Innenraumbeleuchtung. Muss man mal gucken, die Kontakte wollen nicht so richtig. Lauter so Kleinigkeiten. Also da kommt noch ein bisschen was zusammen. Und ich sage deswegen erstmal, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Es wird sicherlich eins kommen. Bis dann.